Hallo zusammen und willkommen bei Warframe. Das Update ist draußen. Sande des Iranos oder so. Ja. Öffne die Nachricht vom Barocketier in deinem Posteingang, alles klar. Habe ich da nicht drauf geklickt? Ich klicke einfach mal auf die Quest. I have a rare opportunity for you. It seems there may be a tomb hidden on that forsaken rock you call Phobos. Tombs mean treasure, and yet sadly, my usual relic hunters are superstitious idiots who refuse to disturb this so-called sacred place. You, Tenno, however, are more pragmatic, especially when it comes to ducats, am I right? Alles klar. Phobos, da. Quest Sande des Iranos, Wüstengrab. Oh, warte mal. Ich werde es solo machen. Mein geiles Raumschiff. Und Wüstengrab gefallene Quest. Mein super krasser Warframe. You can feel the filth and grit in every breath. This desolate rock is the former colony of the backward thinking sky. So brauche ich eigentlich gar nicht kaputt machen. Hier muss ich weiter her. Gut, dass ich so starke Waffen habe. Beziehungsweise die Schrotflinte, die Heck. Das ist meine absolute Lieblingswaffe in dem Spiel. Vor allem, wie ich die gemoddert habe, ist einfach BUM und BAM. Fliehen die einfach durch die Gegend. Da hoch müssen wir. Ach ne, hier unten rein. Upsi. Ja, wo ist denn hier der Eingang? Da. Mit der Quest kriegt man den neuen Warframe. Diesen Mumien-Warframe Iranos oder so heißt er. Deswegen auch die Quest. Die kostet 200 Credits. Ne, doch. Und irgendwie 600... ja, diese Münzen, die man bei Barocketier auch braucht, wenn man Sachen von ihm kaufen will. Ich glaube, so in dem Preis war das. Sieht cool aus. Gehen wir mal hier rein. Ah, die Lichteffekte und die Grafik, die wurde auch verbessert. Ich habe ein paar Einstellungen noch etwas niedriger, aber ich könnte die eigentlich höher stellen. Ah! Then he came, the Fear Eater.
He was called Inaros. Geile Story-Geschichte so mit reingepackt. Oh, weg hier, Alter. Ich hab... Hä, das war's schon, die Quest? Lol. Inaros, heiliges Gefäß. Ach, jetzt habe ich gar nicht Zeit gestartet. Ach, egal. So. Gucken wir mal weiter. I could have never foreseen this. That vessel, it contains primitive etchings that seem to be a sort of blueprint. There's a warframe entombed there. Look at it. It's exquisite. There's an inscription. Prove you are him. Destroy the ones who oppress. Destroy who? Does this smudged glyph represent some enemy? You'll have to carry that vessel into battle and prove yourself if we are to unlock these secrets. Wo ist er denn, Inaros? Da. Protector Chassis. Oh gut, eine Rukinzelle habe ich noch. Ich habe mir gerade ein Beschleuniger gebaut. Sande des Iranos. Erfülle die Inschrift des Gefäßes. Wartet mal. Inventar ist das bestimmt. Ich muss erstmal das Gefäß finden, um die Inschrift überhaupt sehen zu können. Hier sind nur meine ganzen Skins, ne? Ja. Fokus, das... Da ist es. Ein besonders... Ja, wow, wow. Aber Baroktir meinte, ich soll das ja irgendwie mit in den Kampf nehmen oder so, ne? Ach, oder kann ich hier nachgucken? Ich würde gerne wissen... Nimm diese Sekunde und lege sie unter den... Erfülle die Inschrift des Gefäßes. Okay. Ich denke mal, wir gehen mal auf Phobos nochmal. Machen hier so eine Auslöschung noch. Ausgrabung, Täuschung, Def, Auslöschung da. Vielleicht, stimmt das, was ich denke. Dass wir Gegner töten müssen. Leave no one standing, alles klar. Gehen noch hier. Ach ja, jetzt gibt's ja diese Cat-Viecher, die Cat Bros oder wie die Viecher heißen. Ich renne jetzt einfach mal durch. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie die Quest eigentlich funktioniert. Ich bin hier komplett blind. Komische Katzenlady, Alter. Peng. Ey, Rowdy, Alter. Die verrückte Katzenlady geht mir auf die Nerven. Hau ab. Cat Bro Viecher, Alter. Können auch nichts. Hauptsache, das kann meinen Schwo-Schüssen aushalten. Ah, dieses kleine Propaganda-Ding. Ich will das haben, was ist denn da? Morphide. Habe ich zwar schon zig Stück von, aber nehme ich trotzdem immer gerne. Nachladen. Ey, stirb. Stirb. Oh, das ist der einzige Makel. Ups. Oh, Aim für den Arsch, ey. Hä? Das war keiner. Oh. So. Aua, Fixer. Hier hinten ist doch noch jemand. Ach, jetzt hat er das...
Jetzt hat er das ausgelöst, der Scheiße. Wo ist die Katze? Noch eine läuft. Komm, der kann auch nicht. So, jetzt gucken wir mal, ob das geklappt hat. Tschu. Oh, das sagt er mir jetzt. Das sagt er mir jetzt, der Faggot, Alter. Ein besonders... Ja, das ist mir klar. Ich werde das jetzt nochmal testen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Warframe. Sande des Inaros. Wir sind raus. Ciao. Hallo zusammen. So, ich habe ja herausgefunden, was ich machen muss. Ich musste die Jäger sammeln von den Greiner. Das Symbol zeigt euch an, was ihr sammeln müsst. Es gibt drei verschiedene Symbole. Ihr könnt auf Warframe Wiki nachgucken. Einmal die Infested, dann die Greiner und ja, wie hießen die anderen nochmal? Die Büchsenköpfe da. Jetzt muss ich zurück nach Phobos. Quest Sande des Inaros annehmen. Jetzt spielen. Warte mal. Ne, öffentlich ist schwul. So. Sande des Inaros. Yeah. Wow. Yeah. Woo. Wow. Tear myself away. Can you feel? Can you feel? Was hab ich hier? Ah, verdammt, ich dachte, ich kriege hier so einen krassen Move in den Arsch lecken. Mit der Pistole laufe ich, glaube ich, schneller. Ach du Scheiße. Ah, ja, meine Waffe ist scheiße. Ich habe die nochmal geformt, deswegen. Weil ich will die so krass machen, wie mein Kumpel die hat. Und wie meine Primärwaffe ist. Ja, hat sich gerade angehört wie ein Hühnchen, ey. So ein bisschen, finde ich, wie von Halo kopiert, so die Flat, die Infested. Ja, out of my way. Na la 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 la. Hier ist wieder dieser geil aussehende Tempel. Mega nice. Oh, hier. Ups. Uah, gruselig. Geile Quest. Noch eins. Oh.
Chaos is the work of Inaros. By the sun and the stars, the Skymen raged. They set upon Inaros with their army, but none could prevail. For he commanded the sand, he commanded death. Inaros ate their fear and became stronger. None of this could be true. And so they left us and took with them our fear. On that day, Inaros became our king, and in a great whirlwind of sand, ascended to watch over us from his throne in the sky. It can't be. Ach du. Leck meinen Arsch, warum sind die so schnell? Hau ab, Viech. Ach du Kacke. Die erinnern mich ein bisschen an. Wie hieß der Film? Outlander, das Viech hat er auch so. Mann, hau ab! Oh, ich bin noch zu schwach dafür. Das Vieh hatte doch auch so Schweifdinger. Muss ich die Viecher jetzt einfach nur besiegen oder was ist mit denen los? Haha! Bitch! Boom. Miau. Was ist denn jetzt die Aufgabe hier? Einfach nur battlen oder was? Kampf ins Unendliche? Boah, lassen die hier Erfahrungsdinger droppen. Boah, bam. Was, wie viel Erfahrung? 800. Habe ich jetzt alle von den Viechern? Ne, das sind die letzten. Battle of the Beast. Junge, treffe ich einfach nicht. Ah! Hörst du schon? Komm zu hüpfen! 200 Erfahrung. Nixie. Weg hier. Junge, ich muss mich erstmal hier collecten, Alter. Ups. Weil die hier von so jaulenden Katzenwesen angefallen. Oh mein. Die Riga ist fast tot. Was haben wir gekriegt? Inaros Helmblaupause, die werde ich auch gleich mal bauen. Ach, ja, sauber! Diese Katzen... Oh, nein. Ich weiß, welche. Das sind die Katzen-Ollen. Die sind einfach zu holen. Oh, Gott sei Dank. Man hat entweder Glück oder Pech. Und das ist einfach. Okay, die werde ich holen und dann geht's auch weiter. Bis dann. Hallo und... Ich habe die nächste Aufgabe fertig. Jetzt können wir wieder zurück in die Wüste. Also am besten geht ihr auf Phobos und macht so die Auslöschungsmission von 18 bis 20. Da kommen die alten Omas, die Katzenladies, die Verrückten. Wenn ihr die Aufgabe habt, so wie ich, dann ist das der Ort, wo ihr am besten die farmen könnt. Habe ich die jetzt gefarmt. Ging recht schnell.
Und ich habe meine... Ups, die haben mich nicht ganz getroffen, richtig. Ich habe meine Waffe geformt gehabt und jetzt ist sie wieder auf Level 28 schon, fast 29. Ich formate die dann nochmal. Ich die dann zum dritten Mal geformt. Ich habe hier von diesen täglichen Belohnungen, die man kriegt, habe ich Boost bekommen die ganze Zeit. Hier Erfahrungsboost und... Ups. Das habe ich schon 19 Stunden oder Tage, weiß ich nicht. Insgesamt zusammen. Ha, voll gekickt, ey. Haha. Ah, ich mag die Dex Furis, ey. Geile Waffe. 29, nice. Noch ein Level mit den Dingern. Boah, Max Payne hier, ups. Lalalalalalala. Stirb. Mein Auge juckt. Miau. Hier ist wieder dieser geile Tempel. Sieht ein bisschen aus, als ob da wie so ein Haus so, ne? Oh nein, noch eine Vase. Villagers huddled, trapped within the storm's eye, as the beasts charged them. In moments, the beasts were torn apart, and the infested plague was swept away, never to be seen again. As the storm subsided, the people ventured out into the desert, hoping to catch a glimpse of their savior, their beloved Inaros. Whoa! Get ready. Dass ich so stark bin. Ach, die kleinen Viecher werden immer kleiner, oder was? Na, irgendwann bleiben sie im Arsch. Aua, boxt der mich. Ups. Oha. Ja, ganz schön Booms drauf, ey. So kleine Billo-Viecher, ups. Extraction. We're done here.
How big is this place? Okay. Also, so wie sich's anhört, brauchen wir jetzt noch mal einmal was sammeln. Aber es scheint auch realistisch zu sein, weil uns nur noch ein Teil fehlt. Habt ihr das gehört? Was haben wir denn da? Inaros Chassis. Was wird? Ja doch, ein Teil fehlt. Der Helm oder so. Oder das System, weiß ich jetzt nicht. Okay, oh nein. Look at this sacred vessel. One of four, just as she described. And the challenges. You must prove your tenor. Das ist die. Oh nein, ey, die schlimmste Aufgabe. Boah. Jetzt muss ich erstmal gucken nochmal, was für Viecher das waren, aber. Eins weiß ich, dass die scheiße zu farmen sind. Naja, gucken wir das mal, ob ich es hinkriege. Hallo, und ich hab's geschafft. Letzte Vase aufgefüllt. Das war mega ätzend. Ich bin auf Pluto gegangen und hab Acheron gemacht. Den habe ich alle umgebracht und man muss den Alarm anlassen, damit man, damit diese Viecher spawnen, wenn ihr den habt. Ihr müsst 5 Stück von denen töten. Ich kann euch nochmal die Reihenfolge ruhig sagen, die steht aber auch auf Warframe Wiki, also die ersten sind 60, die ihr töten müsst, die zweiten sind 30 und die letzten sind halt 5 von diesen Legendary Viechern. Es war einfach so ätzend. Es war einfach mega schlimm. Ich hab fast geweint. Oh! Ach ja, hier habe ich meinen Nikana Prime dieses Mal ausgepackt und nicht mehr meine Faustwaffen, weil ich mache hier so die Erfolge und ich habe fast alle. Fast alle Erfolge in Warframe. Ich glaube so 28 fehlen mir noch. Und die meisten sind ja eh nur diese Ränge aufsteigen. Das ist was am schwersten ist. Hier Großmeister und den ganzen Kram. Ich bin erstmal irgendwie, weiß nicht, Bronze, starb mich tot hier, Rang 10. Ah, den meine ich. Da muss man auf den letzten Rang kommen, ja, das dauert dann bestimmt auch schon wieder Jahre und dann gibt schon wieder neue Erfolge und neue Ränge und... Kann nur noch weinen und verzweifeln. Oh, cool. Ich habe nur 2 Mods drinne. Die ist doch so stark, die Dex Furis. Habe ich ja geformt wieder, wie ich gesagt habe. So, dann rennen wir hier mal weiter. Und holen uns Inaros. Den Godframe, Warframe. Weil niemand ist mehr godlike als Rhino. Rhino ist der Beste. Und die Stangenwaffe, die ich habe, baue ich auch gerade. Die kann man normal kaufen. Die Blaupause. Dafür braucht man das Tipedo, was eine meiner... Das war mal meine absolute Lieblingswaffe. Aber ich habe auch bis jetzt keine bessere eigentlich gefunden vom Nahkampf her, weil... Mit diesem Stance-Mod, den ich drin hatte, einfach gewirbelt und dann wie so eine Kreissäge so und alle Gegner tot. Und jetzt ist das ja praktisch eine leichte Verbesserung oder Aufbesserung. Ich füll doch nicht noch eine! Inaros. No, it's definitely Inaros.
You've shown me why I came here, Tenno. Not for riches. The doors are closing again. Prove that you're worthy of Inaro's strength. Alter. Ah, Imhotep, geh weg. Fuck jetzt, Alter. Ups. Ah, das meinten die mit drei Strahlen. Der weiß gar nicht, was abgeht, ey. Hau ab. Oh, hab ich dich umge... Hau ab. Box. Wow, wo kommt er denn her? Ich hab doch alle Protektoren zerstört, oder nicht? Stirb, Inaros. Du wirst mir gehören. Ach! Ach, jetzt check ich die Story bei dem. Deswegen wollte er, dass ich hier hinkomme. Um Inaros wiederzubeleben, weil er das Kind war. Und die Stimme war seine Mom. Ah, alles klar. Haha, Story. Inaros Systemblaupause. So, jetzt haben wir alles. Und noch ein heiliges Gefäß. Ich glaube, das können wir jetzt immer machen oder so. Keine Ahnung. Quest abgeschlossen, Sand des Inaros. Ja, Leute, so bekommt man Inaros. Mal sehen noch hier kurz, was wir alles brauchen für die restlichen Inaros-Teile. Inaros-Chassis. Ach, scheiße, Alter, Oxium. Aber gut, dass ich vorhin das gemacht habe. Also man braucht nur einmal zwei Nitain oder wie das heißt für den Helm. Ja, und den Rest seht ihr ja hier. Beziehungsweise habt ihr da gesehen, könnt auf Pause drücken. Also so kriegt man den Inaros Warframe. Danke fürs Reinschalten und ich bin raus. Ciao.